Von mir auch nochmal herzlich willkommen auf unserem Event. Wir wollen heute mal das Thema ein bisschen von der anderen Seite angehen. Und zwar wollen wir heute nicht von der Serviceabteilung anfangen, sondern wir wollen die Anrichtung gehen. Und zwar wollen wir gucken, was eigentlich Kunden im Service erleben. Dafür haben wir ein kleines Beispiel uns ausgesucht. Und zwar Sabine hat im Internet etwas bestellt und möchte jetzt im Nachhinein die Lieferadresse ändern. Jetzt will sie rausfinden, wie sie das machen kann. Sie geht zur Webseite des Unternehmens und guckt zuerst in der Online-Hilfe. In der Online-Hilfe findet sie nichts zu dem Thema, sie kriegt keine Antwort. Der nächste Schritt ist, dass sie zum Telefonhörer greift, mit dem Unternehmen redet und probiert herauszufinden, wie sie die Daten ändern kann. Der Mitarbeiter sagt ihr, dass sie in ihren Einstellungen die Lieferadresse ändern kann, nachdem sie aufgelegt hat, findet sie aber diese Einstellung nicht. Als nächstes schreibt sie eine E-Mail und schreibt, dass die Lieferadresse bitte geändert werden soll. Ein paar Stunden später bekommt sie eine Rückfrage, und zwar muss sie sich nochmal validieren und muss das Geburtsdatum zum Beispiel senden. Und zum Schluss ist die Aktion durchgeführt und sie kriegt eine Antwort, dass die Aktion durchgeführt wurde, aber sie hat viel Aufwand gehabt, um das eigentlich durchzuführen. Wie sieht es jetzt aus auf Seiten des Unternehmens? Das Unternehmen muss zum einen ein Gespräch führen, muss mit dem Kunden zusammen das Problem validieren, muss eine Lösung rausfinden, sagt es dann dem Kunden. Als zweites kommt eine E-Mail rein. Die E-Mail muss beantwortet werden. Die Rückfrage muss gestellt werden. Und zum Schluss kommt nochmal eine E-Mail rein, wo alles nochmal validiert wird und im System die Daten geändert werden. Dieser Prozess ist sehr, sehr aufwendig. Warum ist der so aufwendig? Dass, wenn sie eine Antwort auf der Webseite bekommt, muss das nicht die gleiche Antwort sein, die auch sie zum Beispiel im Callcenter bekommt oder von ihren Mitarbeitern am Telefon. Das muss auch nicht die gleiche Antwort sein, die sie per E-Mail bekommt. Und warum ist das so? Weil oft die Systeme einfach voneinander getrennt sind. Die haben oft nichts miteinander zu tun. Im Callcenter gibt es andere Informationen bei den Mitarbeitern als auf der Webseite, weil die Webseite vom Marketing zum Beispiel betreut wird und das FAQ nur einmal gepflegt wurde und danach nie wieder aktualisiert wurde. Oder weil zum Beispiel eine bestimmte Aktion durchgeführt wird, eine Gutscheinaktion, und der Service erst über die Kunden erfährt, dass da eine Gutscheinaktion ist, wo es ein Problem gibt. Das zweite Problem ist, dass viel manuelle Arbeit dafür nötig ist. Zum einen muss die Serviceabteilung telefonieren mit dem Kunden, muss validieren, was der Kunde will, muss eine Antwort suchen. Das zweite ist, dass zum Beispiel viele E-Mails geschrieben werden und viel händisch manuell beantwortet wird. Das dritte ist, dass Informationen gesucht werden müssen oder zwischen Mitarbeitern eine Kommunikation stattfindet und probiert wird herauszufinden, wie man den Kunden hilft. Und das dritte oder das vierte ist dann natürlich auch, dass man bestimmte Formulare ausfüllen muss und manuell Daten ändert. Was machen wir anders oder wie würde der Prozess bei uns aussehen? Bei uns sieht der Prozess idealerweise so aus, dass sie irgendwo ihre Frage stellen kann. Das heißt, sie geht auf die Webseite, gibt dort ihre Frage in der Suche ein oder schreibt eine E-Mail im Kontaktformular, kriegt direkt darauf eine Antwort, füllt die Daten aus in der Antwort, drückt auf Bestätigen und kriegt eine Antwort direkt im Formular, dass die Aktion durchgeführt wurde und alles geschehen ist. Hier braucht man nicht mehrere Stunden, sondern man braucht ein paar Minuten dafür und kann seine Aktion selbst direkt an der Stelle durchführen, wo es sozusagen wehgetan hat. Die Firma muss dafür an der Seite nichts machen, weil wir den kompletten Prozess übernehmen. Wir validieren vom Kunden seine Anfrage mit bestehenden Einträgen und geben ihm darauf eine Antwort. Und wir führen automatisch die Aktion im Hintergrund aus. Das heißt, wir ändern die Daten im System und die Kunden oder das Unternehmen braucht in dem Falle nichts zu machen. Wie machen wir das? Zum einen ist es so, dass wir eine zentrale Wissensdatenbank haben. In dieser Wissensdatenbank sind alle Fragen und Antworten gespeichert oder das komplette Wissen des Unternehmens ist gespeichert. Und alle Anbindungen an den Service laufen über unseren Datenbank. Das heißt, alle Informationen, die sozusagen im Kontaktformular da sind und automatisch vorgespielt werden, wenn ein Kunde eine Frage eingibt oder auf der Hilfeseite ist, sind alles die gleichen Daten. Und unser System sorgt dafür, dass die Daten richtig und passend für den Kunden auf dem Kanal ausgespielt werden. So werden zum Beispiel automatische E-Mail-Antworten gegeben oder im Chat per Chatbot die Antworten des Kunden sozusagen gegeben.
wie funktioniert unsere KI? Es läuft so ab, dass man sich das so vorstellen kann, als wenn man einen Filter hat im Unternehmen. Ein Kunde schreibt eine Anfrage, zum Beispiel, hallo, ich wollte mal nachfragen, wann mein Paket ankommt. Unsere Software validiert es, guckt, ob es sozusagen die Intention erkennt und gibt daraufhin eine Antwort. Die Firma ist nicht involviert. Wenn jetzt zum Beispiel unser System auf eine Frage nicht antworten kann, wie zum Beispiel in diesem Fall, dann wird diese Frage weitergegeben an Service, der kann die beantworten und im besten Fall wird die danach eingetragen. Und sobald wieder solch eine Frage auftritt, kann unser System die Frage vollautomatisch beantworten. Wie machen wir das? Um so ein bisschen einzuführen in unsere Technologie und wie unser System funktioniert, hier erstmal der allgemeine Prozess. Künstliche Intelligenz funktioniert in dem Bereich von Kundenservice so, dass man eine natürlichsprachliche Frage hat, zum Beispiel eine E-Mail vom Kunden, und man matcht diese mit einer Repräsentation in der Datenbank. Zum Beispiel hier, wann kommt meine Bestellung? An dieser Repräsentation hängt eine Antwort dran, und sobald die Frage erkannt wurde, kann die Antwort an den Kunden zurückgesendet werden und niemand war involviert. Wie funktioniert die KI bei Unternehmen in der Regel im Kundenservice? Was machen Konkurrenzunternehmen von uns? Normalerweise wird dieser Prozess so durchgeführt, dass man einen Kategorisierer hat. Das heißt, man hat bestimmte Fragetypen und jetzt wird ein System antrainiert. Das ist sehr aufwendig. Man hat verschiedene Anfragen, die sozusagen dem zugeordnet werden und man baut sozusagen darüber Repräsentationen. Das ist öfters ein längerer Prozess, wo die Service-Mitarbeiter involviert sein müssen und sozusagen die einzelnen E-Mails zuordnen. Und sobald das System auf eine Sache antrainiert ist, kann das sozusagen diese Sachen erkennen und beantworten. Das passiert kontinuierlich, wie gesagt, das ist ein längerer Prozess. Jetzt werden Stück für Stück alle Fragen kategorisiert und erkannt. Und wenn jetzt eine Frage reinkommt, kann diese zugeordnet werden und kann automatisch beantwortet werden. Was das Problem bei diesem Verfahren ist, ist, dass es nicht nur aufwendig ist, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Frage habe, wie diese hier unten, und diese Frage kommt jetzt rein und das System ist nicht darauf antrainiert, dann kann die überhaupt nicht zugeordnet werden, wird falsch zugeordnet und wird falsch beantwortet. Das ist also super undynamisch. Zusammengefasst ist es so, dass man zwar ein trainierendes, lernendes System hat, also man trainiert das System, das lernt und kann danach Sachen beantworten, aber es funktioniert nicht out of the box. Also man muss sozusagen einen gewissen initialen Aufwand haben und es ist vor allen Dingen nicht dynamisch. Das heißt, ich kann währenddessen das nicht abändern oder kann irgendwie neue Fragen eingeben. Ich bin statisch auf diese Fragen festgelegt. Was machen wir? Wir benutzen statt einen Kategorisierer einen Encoder, und zwar den OMQ-Encoder. Was macht dieser OMQ-Encoder? Der OMQ-Encoder nimmt Anfragen von Kunden und zerlegt diese und erstellt aus diesen Anfragen Konzepte. Er vergleicht sozusagen Texte miteinander, guckt sich den Kontext an und baut daraus Konzepte von Wörtern. Also hier zum Beispiel gibt es das Konzept Ändern, oben gibt es das Paket Bestellung, das ist im Bereich E-Commerce. Und aus diesen Teilkonzepten werden Gesamtkonzepte von Phrasen gebaut. Und aus diesen Phrasenkonzepten werden wiederum Fragenkonzepte gebaut. Und darüber lernt das System sozusagen, wie die Sprache des Kunden funktioniert und welche Sachen wie miteinander zusammenhängen. Das kann allgemeine Sachen sein, wie man hier oben sieht, aber es können auch spezielle Sachen sein, wie zum Beispiel hier in dem Fall Nasenpad und Gummi. Das ist beim Brillenhersteller, das ist eine bestimmte Art von Nasenpad, was sozusagen hier dran ist und die Kunden sagen hauptsächlich Gummi dazu. Das heißt, das System lernt sozusagen die Sprache der Kunden und nicht nur der Serviceabteilung. Wenn man jetzt dieses System hat, kann man sich das so vorstellen wie ein Prisma, was sozusagen in der Lage ist, Licht zu teilen und aufzusplitten und sozusagen die einzelnen Sachen zu verorten. Wenn man jetzt Fragen hat, die in die Datenbank bei uns eingegeben werden, dann können diese durch dieses Prisma zugeordnet werden. Wir können sozusagen diese Sachen lokalisieren. Das ist in dem Fall dreidimensional, in unserem Fall sind es aber mehrere hunderte Dimensionen, die gebildet werden, um zu verorten, welche Konzepte wie miteinander zusammenhängen. Jetzt baut man sozusagen das System auf, indem man einzelne Fragen eingibt und dazu die Antworten. Wenn jetzt eine Anfrage reinkommt, kann diese zugeordnet werden vom Encoder und kann daraufhin beantwortet werden. Der große Vorteil dabei ist, dass man, wenn man jetzt eine neue Frage eingibt, das System bereits weiß, wie es mit dieser Sprache umzugehen hat, die Frage neu verorten kann und wenn jetzt die Frage reinkommt, diese sofort zugeordnet werden kann, ohne dass neu angelernt werden muss.
Der Encoder ist also nicht nur lernt, sondern er ist selbst lernt. Er funktioniert out of the box und er ist dynamisch. Warum sollten Sie jetzt Umku nutzen? Zum einen gibt es natürlich eine schnelle Einführung. Unser System funktioniert out of the box. Sie können sofort loslegen. Sie haben sofort Ergebnisse. Sie haben kein Projektrisiko, weil nicht Ressourcen von Ihnen gebunden werden oder Ressourcen von uns gebunden werden, weil wir viel initialen Aufwand bezahlt bekommen müssen. Sie haben effektiveren Kundenservice, weil unser System viele Antworten automatisch beantwortet. Und Sie haben eine hohe Servicequalität, weil das Wissen im gesamten Unternehmen existiert und auf allen Servicekanälen das gleiche Wissen ausgespielt wird. Das ist aber nicht alles, weil 2020 haben wir noch viel vor. Als erstes möchte ich mit der Technologie beginnen. Unser momentaner Encoder funktioniert so, dass die Serviceanfragen auseinandergenommen werden und Wörter einzeln bewertet werden. So hat man hier zum Beispiel das Wort wie. Das spielt im Satz keine große Bedeutung, das System erkennt das. Das zweite Wort ist kann, da werden Wortkonzepte gebildet. Da wird sozusagen geschaut, welche Art von Ausdruck befindet sich dahinter. Und jetzt werden alle Teile zusammengenommen und daraus wird ein gesamtes Konzept von der Anfrage gebaut. In dem Fall, wie kann ich meine Bestellung ändern? Jetzt wird in der Datenbank nachgeschaut, welches Konzept am ehesten dazu entspricht und die Antwort kann gegeben werden. Wir nennen dieses System oder unser momentanes System OMQ Space, an was wir aber schon seit letztem Jahr angefangen haben zu arbeiten und was wir dieses Jahr fertigstellen werden, ist das neue System BOMQ. Was ist BOMQ? BOMQ verwendet viel mehr Details im Aufbau von Sätzen und von der menschlichen Sprache, um Sachen zu bewerten. So haben wir hier zum Beispiel ein Beispiel, da haben wir, meine Bestellung ist falsch, ich will sie ändern. Das System ist jetzt in der Lage festzustellen, welche Bestandteile der Paragraphen am wichtigsten sind und fängt damit an, diese aufzulösen. Und hier hat man zum Beispiel ändern und ändern liegt nicht nur als ein Wortkonzept vor, sondern es liegt als Konzept vor im Kontext basierend. Das heißt, es gibt verschiedene Wortkonzepte abhängig vom Kontext. Als nächstes wollen wir zum Beispiel sie auflösen. Sie ist ein allgemeines Wort, hat sozusagen keine Bedeutung. Und diese Auflösung findet jetzt statt, dass geschaut wird, wo ist denn ein Wort, was dem entspricht. Jetzt kann das aufgelöst werden. Sie wird jetzt mit Bestellung assoziiert und da sie mit ändern assoziiert wird, wird hier auch nochmal das Wortkonzept geändert und so wird Stück für Stück der Satz im Detail aufgelöst. Zum Schluss wird wieder ein Gesamtkonzept gebildet von der kompletten Anfrage. Dann kann in der Datenbank danach gesucht werden und es kann eine Antwort zur Verfügung gestellt werden. Unsere OMQ-Engine verfügt bereits über, kann mit 32 verschiedenen Sprachen umgehen, verfügt über Rechtschreibtoleranz, ist mehrsprachig, hat ganz viele verschiedene Funktionen. Und was jetzt aber dazu kommt mit der neuen Engine, ist, dass wir kontextabhängige Wortkonzepte haben. Wir haben eine Koreferenzauflösung, das heißt, wir können zum Beispiel so eine Sachen, Teile des Satzes wie Sie auflösen, die sich dann auf Bestellung beziehen. Wir lernen über mehrere Sprachen, das heißt, wenn Sie unser System ein Jahr lang im Deutschen einsetzen und danach Spanisch oder Französisch dazu nehmen, hat das System schon komplett oder profitiert das System komplett von dem Wissen, was in Deutsch angelernt wurde und kann dies direkt auch fürs Französische nutzen, um Fragen besser zu beantworten. Und wir erkennen auch kleine Nuancen in Sätzen, das heißt, wir können diese auch gut bewerten. Wir werden die Engine veröffentlichen im dritten Quartal dieses Jahres und sind dabei, jetzt schon Teile davon in Teilen unserer Engine zu verwenden, aber vollständig werden wir es im dritten Quartal eingeführt haben. Das nächste große Thema für dieses Jahr ist der Automator. Der Automator ist dafür da, interaktive Antworten zu geben. Was können interaktive Antworten sein? Oft gibt es Fragen, wo man nicht nur die Kundenanfrage mit einer einfachen Antwort beantworten kann, sondern man braucht zusätzliche Informationen. Und so ist es zum Beispiel so, dass man eine Adresse ändern will, dass man einen Bestellstatus abfragen will oder dass man eine Bestellung stornieren will. Das sind alles interaktive Antworten, weil da zusätzliche Informationen noch nötig sind, um diese Frage beantworten zu können für den Kunden. Der Automator liegt wie unsere Wissensdatenbank oder unsere künstliche Intelligenz im Zentrum der Software. Das heißt, man legt diese
Prozesse nur einmal an oder die sind einmal im System angelegt und alle Produkte entscheiden selbstständig, wie sie mit diesen Prozessen umgehen. In dem Beispiel sieht man zum Beispiel auf einer Hilfeseite, wird aus diesem Automator ein Formular gebaut, wo man die Adressdaten eingibt und zum Schluss sozusagen die Adresse ändert. Während im Chatbot ein Dialog gebaut wird, wo der Kunde Stück für Stück abgefragt wird nach seinen einzelnen Daten und die Daten auch validiert werden und sozusagen im Dialog mit dem Kunden die Daten abgefragt werden. Hier nochmal ein kurzes Beispiel. Hallo, ich will meine Adresse ändern, kommt vom Kunden. Jetzt verbindet sich unser System damit, fragt, wie gesagt, die einzelnen Daten ab. Und jetzt wird mit diesen Daten auf unserem Server eine Aktion gebaut. Die Daten werden übertragen an den Kunden, an den Server von unseren Kunden. Und dort wird die Aktion ausgelöst, zum Beispiel die Hilfeadresse zu ändern. Zum Schluss kommt eine Rückantwort, dass alles geklappt hat. Und der Kunde kriegt eine Antwort, dass alles übernommen wurde. Wir haben diesen Prozess letztes Jahr schon vorgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum nutzt das nicht schon jeder? Das Problem bei dem System ist, dass der Automator zwar viel macht, aber unsere Kunden noch Schnittstellen zur Verfügung stellen müssen, damit unser Automator da angebaut wird. Das ist oft aufwendig, weil Schnittstellen nach außen anzubauen, besonders im Servicebereich, also wenn der Servicebereich sowas haben will, natürlich Entwicklerressourcen schwach belegt sind heutzutage und Entwicklerressourcen nicht so leicht zu bekommen sind. Und dadurch zieht sich dieser Prozess sehr, sehr lange. Wir haben aus dem Grund überlegt, was kann man machen, um diesen Prozess zu vereinfachen. Und wir sind einfach da rangegangen und haben uns überlegt, was machen denn die Service-Mitarbeiter eigentlich? Die Service-Mitarbeiter gehen in eine Software rein und füllen dort Felder aus. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir machen es einfach genauso. Und zwar haben wir mit dem neuen Automator einen virtuellen Agenten gebaut, der genau das Gleiche macht, was ein Service-Agent macht. Der loggt sich in Systeme ein, füllt die Daten aus, sucht die betreffenden Stellen, validiert die Rückantwort, leitet den Prozess weiter und gibt zum Schluss dem Kunden eine Antwort und teilt diesen mit, dass der Prozess durchgeführt wurde. Wir fangen jetzt bereits an mit Beta-Tests und würden uns freuen, wenn da noch mehr Kunden zusagen und das System mal testen. Als nächstes noch ein kleiner Update vom Chatbot. Das Ziel unseres Chatbots ist, dass er möglichst natürlich ist. Wir wollen einen natürlichen Sprachverlauf haben. Das heißt, es soll natürlich mit den Kunden interagiert werden. Und er soll aber gleichzeitig kinderleicht zu installieren sein. Das heißt, das Unternehmen soll keinen großen initialen Aufwand haben, um den Chatbot einzuführen, sondern er soll sich nur darum kümmern, dass sozusagen die Fragen beantwortet werden können und dass da valide Sprachantworten sind. Und was wir uns dabei kümmern wollen, ist alles, was außen drumherum ist, um Sprachfluss zu steuern. Das heißt, wir arbeiten kontinuierlich daran, Sprachfluss neu zu bewerten und zu verbessern. Und alles, was sozusagen im Zentrum ist, ist Frage und Antwort, die unsere Kunden zur Verfügung stellen, in der Datenbank abgespeichert werden, allen Produkten zur Verfügung stehen. Und alles drumherum bauen wir im Chatbot automatisch zusammen. Hier mal ein kurzes Beispiel. Zum Beispiel ein Kunde kommt nicht weiter. Jetzt stellt unser Chatbot selbstständig fest, dass er nicht weiterkommt. Jetzt fragt er den Kunden, möchten Sie mit einem Mitarbeiter verbunden werden? Der bestätigt dies. Dann gibt der Chatbot an, dass er probiert, jetzt jemanden zu verbinden und automatisch diesen Verbindungsprozess übernimmt diesen Verbindungsprozess. Und zum Schluss ist ein Mitarbeiter online und unser Kunde musste dafür nichts definieren, sondern ist einfach schon out of the box in unserem Dialog mit drin. Was ist unser Ziel mit diesen Technologien für dieses Jahr? Momentan fangen wir im Durchschnitt 50% der Anfragen ab. Viele Anfragen sind interaktiv oder müssten interaktiv sein, weil Daten vom Kunden dazugehören. Das heißt, wir rechnen damit, dass wir mit unserer neuen Engine und mit unserem neuen Automator auf Automator-Seite nochmal 30% mehr abfangen können mit unserer Engine. Und durch die neue Engine nochmal 5% besser abfangen können, weil sie einfach mehr Features bietet und die Sachen im Detail besser erkennt.
Die restlichen Prozent, die wir nicht erfüllen können, sind individuelle Anfragen oder spezielle Anfragen, die man nicht so stark standardisieren kann, dass sie immer wieder beantwortet werden können. Das sind dann oft Spezialfälle zum Beispiel. Wenn Sie daran mehr Interesse haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@omq.de. Jetzt zum Schluss möchte ich noch kurz auf unsere Partner hinweisen, bevor es zum Interview geht. Dann haben wir zum einen unseren Chatbot-Partner UserLike. Die bieten einen Omni-Messenger-Kommunikation über WhatsApp und Facebook Messenger und weitere Messenger. Sie haben eine intuitive UI, mit der Service-Mitarbeiter und Kunden sehr gut miteinander kommunizieren können. Und wir integrieren, wie gesagt, gemeinsam den OMQ-Chatbot und haben da mehrere Projekte, die wir jetzt gemeinsam gerade stemmen. Der zweite Partner ist Persona Services. Es ist ein Personaldienstleister mit 19.000 Angestellten und sie kümmern sich im Kundenservice im Bereich um den Bereich E-Commerce, Energie, Bildung und Banking. Sie sind zertifiziert, haben eine geringe Mitarbeiterfluktuation und können so eine sehr, sehr hohe Servicequalität bieten. Und wir kooperieren gemeinsam bei künstlicher Intelligenz und Chatbots. Der dritte Partner ist Greyhound. Es ist ein CRM-System für den E-Commerce. Die sind entstanden aus den Bedürfnissen von Flüge.de und Lastminute.de und die bieten über 30 verschiedene Out-of-the-Box-Anbindungen an ERP- und Shop-Systeme. Und hier kooperieren wir mit OMQ Assist, was eine Integration in ihren CRM-System ist, wobei wir unseren Content sozusagen plattformübergreifend zur Verfügung stellen, damit die Mitarbeiter mit unseren Texten antworten können. Dann gibt es noch Smileback. Die stellen ein Kundenfeedback-Tool her für Helpdesk-Systeme und sie haben eine 42-prozentig durchschnittliche Antwortquote. Sie bieten Integration für Zendesk und Freshdesk an und hier kooperieren wir bei Marketing und Vertrieb. Unsere Partner haben alle auch ein Schild mit den entsprechenden Farben dran. Also wenn Sie heute noch Fragen haben, sprechen Sie gerne unsere Partner an. Mehr erfahren Sie unter www.omq.de. Und jetzt möchte ich mich bei Ihnen bedanken und freue mich jetzt aufs nächste Interview.